Moin, heute möchte ich mit meiner Reihe um meine begonnenen Buchreihen weitermachen. Ich habe ja bereits ein Video hochgeladen, wo ich euch schon mehrere Reihen vorgestellt habe, die ich begonnen habe und noch nicht zu Ende gelesen habe. Und zwei weitere werden folgen. Einmal dieses hier und ein weiteres. Ich habe die Reihen nämlich in drei Kategorien aufgeteilt, damit das Video nicht ellenlang wird und weil ich gesehen habe, dass man die ganz gut trennen kann. Zum einen waren das Reihen, die ich im letzten Video vorgestellt habe, deren Fortsetzung schon sehr lange auf sich warten lassen, wo man schon fast zweifelt, ob die Reihen irgendwann mal beendet werden. Da wartet man mindestens 4, manchmal sogar 10, 11 Jahre auf eine Fortsetzung, sowas. Ja, berühmtes wie Game of Thrones zum Beispiel stelle ich da vor, aber auch unbekanntere Reihen. Lustigerweise waren da sehr, sehr viele Drachen-Fantasy-Reihen dabei. Also wenn ihr dieses Video verpasst habt, werde ich euch das natürlich in der Infobox verlinken. Heute soll es um weitere 8 Buchreihen gehen, die ich begonnen habe und noch nicht weiter zu Ende gelesen habe. Auch diese Reihen sind noch nicht beendet, aber diese sind auch relativ aktuell, weil immer wieder neue Bände dazukommen und ich vielleicht deswegen noch nicht weitergelesen habe, weil ich vielleicht schon ein bisschen was vergessen habe und lieber warten möchte mit dem Weiterlesen, damit ich dann vielleicht noch mal von vorne anfangen kann, wenn die Reihe endlich beendet ist. Ich fange mit einer Reihe an von einer deutschen, sehr, sehr bekannten Autorin, die ich sehr, sehr gerne lese. Und zwar ist das Reckless von Cornelia Funke. Der erste Band heißt Steinernes Fleisch. Ich habe bereits Band 1, 2 und 3 gelesen. Damals dachte ich auch noch, dass es eine Trilogie wird. Und deswegen war ich nach dem dritten Band etwas verwirrt und enttäuscht, weil es überhaupt nicht auf das Finale zugesteuert ist, was ich mir vorgestellt hatte, bis ich dann herausgefunden habe, dass die Reihe 5 Bände haben soll. Und der vierte Band ist ja jetzt kürzlich erst erschienen. Da habe ich aber noch nicht zugegriffen, aus den besagten Gründen, dass ich gerne wieder von vorne anfangen würde, weil ich einiges wieder vergessen habe und ich die Reihe wirklich schön fand und es schade wäre, wenn sie so darunter leidet, dass ich einige Details einfach nicht mehr weiß. Ja, hier handelt es sich um eine sehr düstere Märchenadaption, beziehungsweise verschiedene Märchenadaptionen, die hier mit reingebracht werden, denn es gibt eine Welt hinter den Spiegeln. Diese Welt hat Jakob entdeckt, denn er ist irgendwann mal seinem Vater gefolgt, der in diese Spiegel verschwunden ist und er hat sie sich ja zu eigen gemacht und als neues Zuhause auserkoren. Denn dort in dieser Welt werden die Märchen wahr, die man so kennt von den Gebrüdern Grimm zum Beispiel. Sie sind allerdings noch düsterer, als sie in den Märchen dargestellt werden. Und es ist eine sehr, sehr gefährliche Welt. Er hat sich aber einen Namen gemacht, denn er ist ein sehr, sehr bekannter Schatzjäger und lässt sich von den Reichen dort beauftragen, ja, besondere magische Gegenstände aufzuspüren und diese dann gegen Geld herauszurücken. Ja, und er, wie gesagt, hat sich einen Namen gemacht und ist da sehr, sehr gerne unterwegs, aber er hat auch noch in unserer realen Welt für einen Bruder zu sorgen und der wundert sich, wo Jakob immerhin verschwindet und folgt ihnen eines Tages durch die Spiegel und er kennt die Welt nicht, kennt die Gefahren nicht und es passiert, dass ihn ein Fluch trifft und dieser Fluch bewirkt, dass seine Haut zu Stein wird und er wird vom Wesen her auch verändert und nun muss Jakob mit verschiedenen Freunden und Gefährten versuchen, das wieder rückgängig zu machen, was eigentlich heißt es, nicht rückgängig zu machen ist. Diese Steinwesen werden Goll genannt und sie scheinen eine große Gefahr für das Reich zu sein. Jeder Goll besteht aus einem anderen Gestein. Bei Will ist das Jade, die immer mehr seinen Körper bedeckt. Und Jade ist etwas ganz Besonderes, denn darauf beruht eine Prophezeiung. Was das genau ist, das muss man hier lesen. Also es wird hier viel Magisches, viel Märchenhaftes mit sehr düsteren Settings verbunden, mit neuen Ideen.
Mir hat der Einstieg in diese Reihe damals sehr gut gefallen, besonders eben das Märchenhafte und diese düsteren Settings, die fand ich ganz toll. Was mir damals nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir nicht zusammen mit Jakob diese Welt entdeckt haben. Wir haben nur den Moment miterlebt, wie er die Welt entdeckt hat und dann gibt es einen großen Sprung und er hat das alles schon alleine für sich entdeckt und er ist da total sicher in der Welt und wir wissen noch gar nichts über die Welt und das hätte ich gerne miterlebt, wie er dort ankommt, wie er dort ja so langsam und sicher immer mehr zu Hause ist. Also da hätte ich mir noch einen weiteren Band gewünscht, bevor die Geschichte mit den Goyle losgeht, mit Will losgeht, hätte ich einfach gerne zusammen mit Jakob diese Welt entdeckt. Das wird natürlich nachgeholt, aber das fand ich sehr, sehr schade, weil ich sehr enttäuscht und deswegen war es für mich kein großes Highlight. Aber ich war trotzdem natürlich neugierig und habe dann Band 2 gelesen. Band 2 war dann tatsächlich auch mein liebstes Buch bisher aus der Reihe. Wahrscheinlich, weil ich auch erstmal wusste, worauf ich mich einlasse und vielleicht diese Enttäuschung ein bisschen runterschlucken konnte. Aber da fand ich die Story auch noch runder. Band 3 war für mich der schwächste bisher. Lag vielleicht auch daran, eben, dass ich dachte, das wäre das Finale, was es ja gar nicht ist. Aber ich fand auch die Story nicht ganz so düster. Da waren eher so russische Märchen, die verwendet worden sind, obwohl ich das eigentlich ziemlich spannend finde, weil das einfach mal ein bisschen was anderes ist, außer so die bekannten Märchen, die man sonst immer so erzählt und vorgelesen bekommt. Und ich bin sehr gespannt, was denn im vierten und im fünften Teil noch passiert. Wie gesagt, Band 4 ist ja schon erschienen, aber ich werde den noch nicht anrühren, bevor der fünfte nicht erschienen ist, bevor die Reihe beendet ist und dann fange ich wieder von vorne an. Was ich so ein bisschen seltsam finde, ist, dass Cornelia Funke scheinbar Band 1 bis 3 überarbeitet hat und einiges im Inhalt tatsächlich geändert hat, um es irgendwie passend zu machen zum vierten Band. Irgendwie hat sie da etwas gefunden, was für sie nicht mehr passte nach den Jahren. Ich finde aber, das macht man nicht. Jetzt müsste ich mir ja die neuen Ausgaben holen, damit das passt zum vierten Band. Da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Da bin ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn Jahre nach der Reihe die Bände einfach geändert werden. Also es scheinen ja auch gar nicht so unwichtige Dinge zu sein, die da geändert werden. Wenn ihr das schon wisst, was genau geändert worden ist, dann könnt ihr mir ohne zu spoilern ja mal sagen, ob das schlimme Dinge sind oder ja, ob man die jetzt unbedingt jetzt lesen muss, die neuen Ausgaben, oder ob es reicht, jetzt die alten zu kennen, weil es gibt die halt auch nicht mehr in dieser Ausgabe. Deswegen, ich weiß nicht, ob das sein gemusst hätte. Ich bin ein bisschen ratlos, warum das sein musste und auch ein bisschen sauer deswegen, weil ich finde, das macht man einfach nicht, im Nachhinein irgendwas im Inhalt rumzufuschen. Sie muss ja irgendwelche Gründe gehabt haben, das muss ihr ja so gestört haben, dass sie die nochmal überarbeitet hat. Aber ich finde das irgendwie komisch. Was sagt ihr dazu? Wir machen weiter mit einer Fantasy-Reihe, die ich immer wieder in die Kamera halte, weil es mit zu meinen liebsten Reihen gehört, die aber, ich glaube, mit am unbekanntesten ist von meinen Lieblingsreihen. Sonst gibt es ja hier den Dämonenzyklus und der Name des Windes. Das sind ja allgemein sehr, sehr bekannte Reihen in der Fantasy. Aber die Reiterreihe von Kristen Brittain ist da doch eher unbekannter. Und der magische Reiter ist der erste Band. Früher ist der mal unter der grüne Reiter erschienen. In dieser Neuauflage haben sie es dann umbenannt in der magische Reiter. Im Deutschen gibt es 4 Teile, die übersetzt worden sind. Leider wurde die Reihe dann nicht weiter übersetzt, was sehr traurig ist. Es gibt im Englischen noch 2 weitere Bände, die ich jetzt auch auf meinem Sub habe. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, sie auf Englisch weiterzulesen, weil es eben so eine Herzensreihe ist, dass ich sie nicht aufgeben konnte und einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Und obwohl mein Englisch jetzt nicht das Beste ist und ich wahrscheinlich auch deswegen noch nicht zur Fortsetzung gegriffen habe,
möchte ich es einfach probieren. Aber sie ist halt eben auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, ich würde eigentlich auch schon gerne wieder von vorne beginnen. Einfach erstmal, weil ich wieder viel vergessen habe, aber auch, weil ich einfach Lust auf diese Reihe habe, diese nochmal zu lesen. Aber auch da würde ich eigentlich gerne warten, bis sie abgeschlossen ist, bevor ich da wieder anfange. Es erscheint jetzt im September, glaube ich, im Englischen tatsächlich der siebte Band. Kann das hinkommen? Ja, ich glaube, der siebte Band, der scheint aber immer noch nicht das Finale zu sein. Falls ihr da mehr wisst oder sagt, doch, das ist der Finale, dann sagt gerne Bescheid. Ich konnte bei der Beschreibung jedenfalls nichts entdecken, das darauf schließt, dass es jetzt das Big Finale ist. Das heißt, wir müssen da noch mal längere Zeit drauf warten. Die Autorin lässt sich auch relativ viel Zeit beim Schreiben, was ja auch okay ist, aber da liegen doch einige Jahre immer zwischen den Fortsetzungsbänden. Also muss man da noch mal ein bisschen warten und ausharren. Aber ja, da warte ich auf jeden Fall und freue mich denn, wenn es irgendwann so weit ist, dass ich da wieder von vorne anfangen kann. Wir treffen hier auf Kerrigan. Sie ist sehr wild und stur und flieht gerade vor der Schule und möchte eigentlich nur ihre Ruhe haben. Doch sie begegnet einen grünen Boten. Das sind die Boten des Königs und in ihm steckt ein Pfeil und er ist in seinen letzten Atemzügen und er ringt ihr das Versprechen ab, dass sie die Botschaft, die er eigentlich überbringen soll, sie überbringt. Und zwar ist das eine Botschaft für den König persönlich und scheint eine sehr, sehr wichtige Botschaft zu sein. Und ja, man kann einen Sterbenden ja schlecht etwas abschlagen und sie nimmt es an und sie macht sich auf zur Hauptstadt, um die Botschaft dem König zu überbringen. Doch sie merkt schnell, dass sie verfolgt wird und dass es eine Botschaft ist, die wohl sehr begehrt ist und manche vielleicht auch verhindern wollen, dass die ausgerichtet wird. Gleichzeitig erwacht eine sehr, sehr alte Macht, die hinter einer Mauer weggesperrt wurde, zum Leben und sucht in der Mauer, ja, Ritzen und Ecken, die irgendwie schwach sind. Es herrscht ein Zauber auf dieser Mauer, aber dieser Zauber ist so alt, dass viele vergessen haben, wie er zustande gebracht wird. Deswegen ist die böse Macht natürlich darauf aus, auszubrechen. Und was diese böse Macht ist und was sie will, das ja, gilt es dann hier zu erfahren und wie das vielleicht zusammenhängt mit der Nachricht, die Kerrigan überbringt, dem König überbringen muss. Und was sie alles noch für Gefährten auf ihrem Weg begegnet und wie sie denn langsam zum, ja, zum grünen Boten wird, das erfahren wir hier in der Reihe. Und ja, eine wirklich, wirklich schöne Reihe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und ja, wie gesagt, ein bisschen unbekannter ist. Ich kann verstehen, dass man sie nicht beginnen möchte, weil sie eben noch nicht beendet ist, beziehungsweise nicht, weil sie nicht übersetzt worden ist. Aber die Autorin ist, wie gesagt, immer noch aktiv dabei und jetzt erscheint in diesem Jahr, wie gesagt, ein neuer Band. Das heißt, man hat auf jeden Fall die Chance, die Reihe fortzusetzen im Englischen und irgendwann auch zu beenden, wenn sie denn beendet wird, wann auch immer das sein wird. Wir machen weiter mit einer eher bekannteren Reihe wieder. Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs ist der erste Band. Bisher sind fünf Teile erschienen. Ich glaube, dieses Jahr kommt der sechste Band und einige vermuten, dass es dann auch ja, abgeschlossen sein wird danach. Genau weiß ich es aber nicht. Es besteht ja aus einer, ich glaube, es besteht aus zwei Trilogien, wenn man das eigentlich richtig sieht. Aber genau weiß ich es nicht, weil ich bisher nur den ersten Band gelesen habe. Das liegt daran, weil der dritte Band ist nämlich nicht als gebundene Ausgabe rausgekommen, alle anderen schon. Und ich glaube, als Taschenbuch gibt es die gesamte Reihe. Ist jetzt halt die Frage, ob ich jetzt auf Taschenbuch umwechseln soll oder ja, der dritte Band dann einfach hier als Taschenbuch einsam neben den gebundenen dann steht. Ja, das nervt mich dann schon wieder. Ich bin einfach neben leidenschaftlichen Leser eben auch leidenschaftliche Sammlerin und deswegen
finde ich es einfach nicht schön, wenn die Reihe in verschiedenen Ausgaben nebeneinander steht. Aber egal, ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Und wenn jetzt in diesem Jahr tatsächlich sogar der sechste und letzte Teil rauskommt, dann kann ich auch endlich von vorne anfangen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wir treffen hier auf Jakob, der von seinem Großvater viele Gruselgeschichten erzählt bekommen hat in seiner Kindheit. Mittlerweile glaubt er nicht mehr an diese Geschichten und er hat auch lange Zeit nicht mehr an diese Geschichten gedacht. Allerdings stirbt sein Großvater auf sehr, sehr mysteriöse Art und Weise und Jakob findet ihn im Wald. Und er meint, irgendwelche seltsamen Wesen gesehen zu haben und erinnert sich an die Geschichten von seinem Großvater. Er hat immer wieder von einer Insel erzählt, auf der besondere Kinder leben, die halt besondere Gaben haben und dort in einem Heim leben. Aber es gibt auch Wesen, die diese Kinder jagen. Und er hat immer vor diesen Wesen gewarnt. Und jetzt denkt Jakob wieder zurück an diese Geschichten und recherchiert, weil er einfach glaubt, dass mit dem Tod von seinem Großvater irgendwas nicht richtig ist. Er geht zu einem Psychologen und auch seine Eltern wollen ihn besänftigen, aber er recherchiert und möchte genau zu dieser Insel kommen. Und er schafft es und findet tatsächlich dieses Heim der besonderen Kinder. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass Ransom Riggs die Geschichte um einige alte Fotografien herum erzählt hat. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sammelt Ransom Riggs diese Fotografien, die irgendwie sehr, sehr skurril sind. Und darum herum hat er eben diese Geschichte gebildet. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene davon, die hier auch abgebildet sind. Ja. Finde ich ein sehr, sehr spannendes, interessantes Konzept. Mir hat die Geschichte damals gut gefallen. Ich fand sie vielleicht ein bisschen jugendlich. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen erwachsener gehabt. Aber vielleicht entwickelt sich die Geschichte ja noch ein bisschen gruseliger. Und ich will auf jeden Fall weiterlesen, wie es hier weitergeht. Und ja, die Verfilmung fand ich tatsächlich auch ganz gut, aber scheinbar war die ja nicht sehr erfolgreich, sonst hätten sie ja weitergemacht mit den Verfilmungen. Mal gucken, ob sie irgendwann vielleicht als Serie verfilmt wird, aber ganz ehrlich, ich brauche das ja auch immer nicht. Ich freue mich dann, die Reihe jetzt weiter zu entdecken. Eine Kinderbuchreihe, von der sehr viel geschwärmt wurde und auch sehr viel geschwärmt wird immer noch auf YouTube, ist Nevermore von Jessica Townsend. Eine Kinderbuchreihe mit bunten, kreativen, verrückten Ideen, die Freude macht zu lesen und trotzdem irgendwie anrührend ist und viele Werte herüberbringt. Ja, und viele waren davon so begeistert und haben es als großes Highlight gefeiert. Mir hat sie auch gut gefallen. Ich war jetzt nicht so begeistert wie viele andere. Aber mir hat sie immerhin so gut gefallen, dass ich gerne weiterlesen möchte, weil viele auch von Band 2 und 3 schwärmen, dass das noch besser geht sozusagen als Band 1. Im Deutschen sind 3 Bände erschienen bzw. übersetzt worden. Es sollen aber insgesamt, glaube ich, auch 5 Teile werden, wenn nicht sogar noch mehr, laut der Autorin. Was mich so ein bisschen verwirrt und ein bisschen mir auch Sorge bereitet, ist, dass im Deutschen beim Verlag steht, dass der 3. Band das Finale ist. Und da frage ich mich halt, ob das geplant ist, wirklich nur 3 Bände zu übersetzen und es dann so darzustellen, als wäre die Reihe dann beendet, finde ich ein bisschen dreist, ehrlich gesagt, weil laut der Autorin wirklich noch weitere Bände folgen werden. Ja, es ist ja okay, wenn der Verlag sagt, ich übersetze nicht weiter, weil es sich einfach nicht lohnt. Sie sind immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen. Für die Leser ist es natürlich wirklich nicht schön, aber dann kann man als Leser immerhin noch selbst entscheiden, ob man die Reihe weiterlesen möchte oder überhaupt beginnen möchte, wenn sie gar nicht erst beendet wurde. Ich will einfach hoffen, dass die Reihe weiterhin danach übersetzt wird oder weil es ein Kinderbuch ist, dass man dann vielleicht auf die englischen Originale umsteigt, dass man das dann vielleicht vom Niveau her ganz gut lesen kann. Jedenfalls möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass alles übersetzt wird und dann werde ich auf jeden Fall dann auch dazu greifen. Aber auch da möchte ich, glaube ich, erstmal warten, ob tatsächlich Band 4 und 5 dann auch übersetzt wird und dann werde ich, glaube ich, auch
weiterlesen. Morrigan Crow ist ein verfluchtes Kind und das bedeutet, dass sie Unglück bringt. Jedes Unglück wird ihr in die Schuhe geschoben. Ob das schlechtes Wetter ist, ein gebrochener Knöchel beim Schlittschuhlaufen, obwohl sie gar nicht vor Ort war, sie ist das Unglück und sie ist schuld und muss tatsächlich sogar Entschuldigungsbriefe dafür schicken, wenn die Marmelade verdorben ist. Und ja, an ihrem 11. Geburtstag wird sie sterben, wie jedes verfluchtes Kind. Allerdings wird sie kurz vorher von einem seltsamen, skurrilen Herr namens Jupiter North gerettet und in ein Reich namens Nevermore mitgenommen, das total verrückt und bunt ist, und sie möchte da gerne bleiben. Und es ist für sie auch eine Möglichkeit, dort zu bleiben. Allerdings muss sie dafür in eine Gesellschaft aufgenommen werden und dafür muss sie mehrere Prüfungen bestehen. Ja. Die Prüfungen sind genauso bunt und verrückt wie das Land selbst. Es bestehen natürlich auch Gefahren und diese Gefahren werden bestimmt noch weitergetragen in Band 2 und 3. Ich bin sehr gespannt, ob mich das Buch dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr begeistern kann als jetzt, oder die Reihe noch mehr begeistern kann als der erste Band, der von mir so, ich glaube, 3,5 Sterne bekommen hat. Aber ich finde gerade der Humor hier drin und diese verrückten kreativen Ideen, die auch neuartig sind, das finde ich ja immer besonders schön in Kinderbüchern, ja, wenn nicht immer das Gleiche wiedergekäut wird, und deswegen möchte ich die Reihe auf jeden Fall auch nicht aufgeben. Wir bleiben im Kinderbuchbereich. Diesmal weihnachtet es sehr mit Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig. Das ist der erste Band in einer dreiteiligen Reihe bisher. Es gibt noch einen vierten, der von einer Pixie handelt, wurde bisher noch nicht übersetzt. Ich weiß nicht, ob das eine Extra-Reihe ist. Jedenfalls wurde die Pixie hier aber auch schon im Band irgendwie benannt. Deswegen würde ich einfach nochmal sagen, dass die Reihe offen ist. Manche würden sagen, dass sie vielleicht abgeschlossen ist. Ja, kann ich noch nicht so richtig beurteilen, weil ich eben bisher tatsächlich nur Band 1 gelesen habe. Band 2 und 3 liegen tatsächlich noch auf meiner Wunschliste. Und es handelt auch immer wieder von neuen Protagonisten. Also ich glaube, die hängen tatsächlich auch nur lose zusammen. Aber wir lernen tatsächlich einige Figuren schon im ersten Band kennen, die immer wieder in den anderen Bänden auch vorkommen. Hier erfahren wir die Geschichte vom Weihnachtsmann, wie der Weihnachtsmann überhaupt zum Weihnachtsmann geworden ist. Und zwar ist unser Protagonist Nikolas, der in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist und auch nicht sehr gut behandelt wird von seiner Stiefmutter. Sein Vater hat sich auf ein Abenteuer begeben und ist nicht zurückgekehrt. Und Nikolas möchte jetzt ihn suchen. In Finnland wohnt er, im verschneiten Finnland, und er geht über die Berge, die sonst niemand überquert hat, und findet dort ja ein seltsames Reich, das von Wichteln unter anderem auch bevölkert wird. Und wie das dazu kommt, dass er Geschenke macht und zum Weihnachtsmann wird, das müsst ihr hier lesen. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr lustig und skurril gezeichnet, aber auch ein bisschen herzergreifend, eine richtig schöne weihnachtliche Geschichte. Und ich möchte auf jeden Fall auch Band 2 und 3 lesen, wahrscheinlich denn in diesem Jahr Richtung Weihnachten. Die sind ja auch sehr, sehr kurz und wirklich sehr schön aufgemacht, auch mit Illustrationen, die sehr gut in die Geschichte reinpassen. Und ja, eine wirklich schöne Kindergeschichte, die man aber auch sehr gut als Erwachsener lesen kann. Wieder eine sehr bekannte Reihe, die eigentlich eine Filmreihe hauptsächlich ist und gar nicht so sehr eine Romanreihe, denn die Bücher zu den Filmen sind tatsächlich nur Drehbücher. Fantastic Beasts oder eben Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von J.K. Rowling ist als Film erschienen. J.K. Rowling hat das Drehbuch dazu geschrieben und das ist eben hier als gebundene Ausgabe erschienen. Für mich war das damals auch eine große Enttäuschung, dass die Geschichte nicht an einen richtigen Roman verfasst wurde von J.K. Rowling, sondern tatsächlich nur als Drehbuch herausgekommen ist. Dennoch wollte ich es natürlich haben und ich hatte damals den Film natürlich im Kino gesehen und empfand ihn auch als wirklich sehr gut.
und wollte es einfach mal versuchen, wie es ist, ein Drehbuch zu lesen, war dann doch relativ positiv überrascht, dass man auf einige Details, die man im Film gar nicht so mitgekriegt hat, doch viel mehr fokussiert wird in diesen Büchern und dass man tatsächlich trotzdem in die Geschichte hineinkommt und die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebt als im Film. Dennoch ist es für mich natürlich kein Ersatz und ich wäre viel glücklicher gewesen, mit einem richtigen Roman aus J.K. Rowlings Feder im Harry Potter-Universum. Den zweiten Band, Grindelwalds Verbrechen, habe ich noch nicht hier, das Drehbuch, aber ich habe natürlich den Film gesehen. Von dem Film war ich eher enttäuscht, muss ich sagen, obwohl ich Johnny Depp als Grindelwald wirklich grandios fand. Ich fand ihn super und finde es sehr schade, dass er ja jetzt abgezogen wurde vom Film und bin sehr gespannt, wie sie das jetzt, diesen Schauspielerwechsel, wie sie das jetzt in die Story mit einbauen oder ob sie das überhaupt in die Story mit einbauen oder einfach stillschweigend ihn einfach umbesetzen. Ich glaube, dass es der Reihe nicht so gut tun wird. Ja, wie gesagt, den zweiten Teil fand ich wirklich nicht gut. Ich fand, da gab es überhaupt keine richtige Handlung. Vielleicht hätte man da nicht unbedingt fünf Filme draus machen müssen, sondern hätte vielleicht eine Trilogie gereicht. Aber ich freue mich natürlich trotzdem auf die Fortsetzung und hoffe dann, dass daraus wieder vielleicht etwas Rundes wird und dass der nächste mir wieder mehr imponieren kann. Und ich möchte aber die Reihe dann auch fortführen. Wahrscheinlich habe ich einfach da auch noch nicht weitergemacht. Erstmal, weil ich die Geschichte ja eh schon kenne und weil mir der zweite Teil einfach nicht so gut gefallen hat, habe ich wahrscheinlich auch noch nicht zum zweiten Drehbuch gegriffen. So, zwei Reihen haben wir noch. Eine winterliche Reihe, die ich erst Anfang des Jahres fortgeführt habe, ist Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Da habe ich Das Mädchen und der Winterkönig eben auch schon gelesen, den zweiten Teil, und mehr ist auch noch nicht erschienen. Es wird noch ein dritter Teil folgen. Ich hoffe, dass der auch so zeitig und zeitnah dann auch erscheinen wird, vielleicht wieder zum Herbst oder Winter hin in diesem Jahr, dass ich dann da auch gleich anschließen kann. Und das ist für mich auch so eine Highlight-Reihe, die etwas sehr Besonderes irgendwie aussprüht, denn wir haben hier ein russisches Setting, sehr winterlich, die Geschichte wird sehr ruhig erzählt, es ist keine typische High Fantasy, wie man so kennt, und auch die Wesen, die hier eine Rolle spielen, sind etwas sehr Besonderes. Wasja, die wir von Kind an aufwachsen sehen, in einer sehr, ja, ländlichen Gegend, mitten im Wald, in einem Dorf, die ist wirklich sehr ungestüm und kann man kaum bändigen. Sie ist immer in der Natur unterwegs und von ihrem Kindermädchen Dunja wird ihr immer wieder, ja, Geschichten erzählt, die auf Mythen und Sagen beruhen. Sie ist allerdings etwas sehr Besonderes, denn sie kann die Wesen aus diesen Geschichten tatsächlich sehen und wahrnehmen. Und sie ist es auch, die merkt, dass eine dunkle Macht im Wald erwacht und auf sie aufmerksam wird. Außerdem wird das Dorf von einem Priester heimgesucht, kann man schon sagen, der diese ganzen alten Mythen und Sagen, diesen Glauben an die alte Religion verbieten möchte und das Christentum einführen möchte. Und genau dadurch sind die Wesen sehr bedroht, weil sie einfach davon leben, dass man an sie glaubt. Ja, kann was ja sie retten? Das ist hier die große Frage. Und wir sehen sie halt hier aufwachsen. Und im zweiten Band ist sie eine junge Frau, die dann auch endlich das Dorf verlässt und noch mehr die Welt entdeckt und noch mehr in diese Mythen- und Sagenwelt hineintaucht. Ja. Beide Bände haben mir sehr gut gefallen auf ihre eigene Art und Weise und ich bin sehr gespannt, wie die Reihe abgeschlossen wird mit dem dritten Band und ja, freue mich sehr zu wissen, wie es mit Wasja weitergeht. Und bei der letzten Reihe handelt es sich wieder um eine Kinderbuchreihe. Der Zauber von Immerdar von Dominique Valente ist
eine relativ neue Reihe, denn hier ist bisher nur der erste und zweite Band erschienen. Die Suche nach dem verschwundenen Dienstag ist der erste Teil. Der zweite Teil, weiß ich gerade nicht, wie er heißt, aber ist noch nicht bei mir. Ich glaube, das soll eine ziemlich lange Reihe werden, aber dadurch, dass das eine Kinderbuchreihe ist, glaube ich daran, dass die Bücher relativ schnell hintereinander erscheinen werden. Ich hoffe, dass die dann auch relativ gut laufen wird, dass die nicht irgendwann zwischendrin abgebrochen wird, denn sie hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es geht für mich so ein bisschen in Richtung Nevermore, denn hier ist die Welt auch sehr bunt, sehr verrückt und sehr skurril und wir haben hier viele niedliche, tolle Figuren auch mit drin. Es ist vielleicht noch ein bisschen an ein etwas jüngeres Alter gerichtet. Bei Nevermore würde ich ja so 10, 11, 12 sagen. Und hier ist es vielleicht so ab 8, 9 Jahren. Ich finde aber, dass beide sehr, sehr gut zu lesen sind, auch als alter Lesehase, weil es einfach so Wohlfühlgeschichten sind, die einen auch immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Hier haben wir es mit Anemona zu tun und in Anemonas Familie hat jede weibliche Figur eine magische Fähigkeit. Nur leider hat Anemona eine Fähigkeit abbekommen, die nicht sehr magisch ist. Ihre Schwestern und ihre Mutter haben alle mächtige Fähigkeiten, die sehr beeindruckend sind, aber sie kann nur verschwundene Dinge wieder auffindig machen. Sie kann sich damit vielleicht ein bisschen ihr Taschengeld aufmöbeln, aber sonst ist damit nicht so viel zu holen. Doch eines Tages ist ein Fluch ausgebrochen und bedroht das gesamte Land, denn der Dienstag ist verschwunden und die magischste Hexe im ganzen Land wendet sich an Anemona, dass sie ihr helfen soll, diesen Dienstag wieder auffindig zu machen. Und da kann ihre Gabe endlich punkten. Und sie reist durch das gesamte Land und trifft auf die verschiedensten Figuren, auf Drachen, auf Trolle, auf fliegende Besen und dann natürlich auch auf Bösewichte. Die verschiedensten Settings gibt es und ja, fand ich wirklich sehr, sehr schön zu lesen und besonders ihr Begleiter, ja, der Troll vom unter dem Bett in Form einer Katze, der immer so ein bisschen rummotzt und einen Sprachfehler hat, der hat es mir besonders angetan, der Oswald. Und da werde ich auf jeden Fall weiterlesen, wenn ich wieder ein bisschen was Schönes für zwischendurch brauche, was einen so ein bisschen aufheitert. Ja, das waren die Reihen, die ich begonnen habe, die aber noch weitergeführt werden und nach neue Bände erscheinen werden. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Reihen sind, die ihr begonnen habt. Wie viele Reihen habt ihr schon offen? Seid ihr da ganz resolut und diszipliniert, dass ihr wirklich erstmal eine Reihe beendet und dann eine neue beginnt? Oder habt ihr auch schon ganz viel Neues und es ist für euch schwer, eine Reihe zu verfolgen? Das würde ich gerne von euch wissen. Und es wird natürlich auch noch den dritten Teil geben, wo ich denn über Reihen spreche, die ich begonnen habe, aber die eigentlich schon beendet sind und ich eigentlich schon längst beendet haben könnte und abhaken könnte. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!